alle zusammen, da bei Tony TV und der weitere Folge Mittelerde, Schatten des Krieges im Kampagnenmodus zum ersten Mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich wähle verfügbare Ork aus. Wähle verfügbare Ork aus. Besser auf legendär. Geil. Jetzt machen wir aber so unsere Truppe erstmal ein bisschen stärker, weißt du? Wähle verfügbaren Ork aus. Da können wir auch noch etwas. Episch haben wir da. Wildsmann Berserker. Ja, aber dann muss ich stellen da. Episch, eigentlich auf große Stärke wie Gewehr. So, zurück. Und was haben wir jetzt da noch? Da haben wir noch etwas. Aber wir werden wieder weniger irgendwie. Keine Ahnung warum. Nein, das machen wir nicht. Nein, jetzt habe ich schon gedruckt. Fuck. Der ist ja schon legendär gewesen. Mächtiger Jäger. Dann machen wir das einfach da vorne noch eher. Der ist episch, episch. Dunkle Gauner, machen wir einfach bei dem. Vielleicht haben wir aber auch ein paar Männer müssen opfern für da. Wer weiß, dass man die überhaupt könnte pimpen. Einen Gefolgsmann erhält eine Gruppe Krieger. Ja, da wäre das sicher gut. Bist ein Meister. Was sagt der Kratta, der Episch? Zurück, da haben wir 0. Hier kannst du deine nicht platzierten Gefolgsleute anzeigen lassen, sobald du nicht platzierte Gefolgsmänner. Wir machen jetzt erst startet auf voll, würde ich sagen. Warte, gewöhnlicher Skill zu der Verfluchten. Stationieren. Ich mache jetzt einfach stationieren. Ich komme da noch nicht gerade mega draus, aber wir machen jetzt einfach noch etwas. Dass ich da auch ein bisschen mehr draus komme und so. Oder? So, jetzt haben wir eh kein Geld mehr. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Schnell kurz ins Inventar. Nehmen wir den. Dann gehen wir mal zurück zur Armee und schauen mal, was wir jetzt hier alles für Krieger haben. Verflucht, episch, episch,
Berserker, episch, und ich glaube, bei dem haben wir sogar noch plus noch einen Trupp reintun. Das geht richtig geil ab. Ja, du, dann nehmen wir mal gerade mal den Eper da. Eper. Pasch. Den Eper und setze den auf das Ziel. Den episch nehmen wir auch. Oder war zwei epische, würde ich aber nicht gerade gern verlieren. Es ist nicht mehr einfach nur da der Verfluchte mit. Der Statuga. soll uns auch helfen gegen den. Und dann markieren wir den und suchen den. Das sollte theoretisch auch lange. Da marschieren selbst starke Mannen wie wir aber lange. Immer noch schnell kurz etwas vorgekommen. Nee, das geht nicht. Man marschiert nicht einfach aus dem Norden So. hinaus. Die sollen nur da bleiben, da passiert denen nichts. Die sind richtig stark, alle zusammen. So, wir müssen jetzt da irgendwie noch durchrennen, recht weit. Ich rieche etwas. Der riecht etwas. Wahrscheinlich sind die Gacka. Sind Keki. Da müssen wir gar nicht mehr groß schauen. Aha, aber was wir noch könnten, wenn wir schon dran sind, wir könnten da bei Aufträgen nämlich noch so eine kleine Nebenmission noch annehmen, weißt du? Gewinne die Festung anderer Spieler im Online-Eroberung für dich. Das machen wir ganz am Schluss. Weil ich würde erst ein bisschen das Game in der Kampagne durchzocken und nachher voll aufs Online raus. Und da eben auch voll aufs Kampagne raus. Aktiviere zuerst 15. Aufträge. So, nochmal schnell reinschauen. Dort muss ich etwas machen. Du musst bald zu mir, du wirst sehen, aufgebrannt der Mörder. Kann ich nicht annehmen. Da können wir eh noch nicht. Das ist alles noch gesperrt, ja. Ja, nun. Warte. Ja, da wird jetzt halt mal ein bisschen Erfolg, wo ich ein bisschen mehr da innen abfindet, weil ich muss halt auch ein bisschen mehr. Ui. Ja, ein bisschen mehr da innen draus kommen, weißt du? Weil sonst raste ich dann wieder aus, weil ich nicht peile. Und das wäre ja auch nicht gut, oder? Richter Ochs hin, die sich den hellen Herrscher nicht unterwerfen wollen. Nutze die Stärke deiner Graus, um die Gui Black zu eliminieren. Ja, nein, mit dem warte ich noch. Ja, mit dem warte ich alles noch. Dann würde ich sagen, können wir den angreifen da. Hast du schon mal an rote Glühende breit? Wir werden dich zerfetzen. Er kann nicht weiter. Da. Also einfach auf meinem Fernseher ist es halt noch ein bisschen dunkel. Aber ja. Dann mal da ja ein bisschen wieder rein. Was war das? Ich seh den Waldläufer! Fahre wieder rein.
wieder wenigstens ein bisschen stark machen ist. Da drüben hat sich was noch ein Ross, aber nicht zum Druck, war einfach so zum Unterstützung. Den nehmen wir mal. Auch noch rein. Hey, lass du mein Tier in Ruhe. So, jetzt haben wir da auch schon eine Sau gemacht. Vielleicht noch da die Bogenschütze, wäre auch gut. Die Bogenschütze nehmen wir mal auf. Scheiß auch dienen. Box. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir dort aber ich hol dich sowieso. Hey! Geh doch hoch, du Schafspinsel! Schau, jetzt habe ich wieder keinen Mensch da. Der checkt doch auch jetzt wieder niemand. Was ist denn jetzt da los? Was ist denn jetzt da wieder los? Dass da wieder jetzt der... Oh mein Gott. Wir werden nicht zerfetzen. Wir brechen dir nicht auf. Hey, jetzt geh doch hoch, du verfuckte Scheiß, Mann. Ich hasse das so. Du musst erst nicht drücken, dass du Ruhe hast. Das ist ja so ein bisschen dumm. Ich brauche Hilfe. Kommt! Leute, kommt! Kommt, kommt, kommt! Der wird die haben, der Schildträger, Mann. Der ist auch easy.
So. Da nervt mich so, dass da nichts nicht so springt, wenn ich will. Aber wieder mal ein Team. Alle jene. So, kommen alle da hin. Gehen wir da noch hoch, Roman. Information Level 12. Leichtes Ziel. Er legt den Schild durch Hinrichtung. Ja. Aber ich hoffe, euch gefällt die Folge auch, dass ich hier noch so spiele, dass ich viele Leute zu meinem Team mache. Und dann so gegen den Krieg vorgehen. Da oben jetzt auch noch. Da oben jetzt auch noch ein paar einzelne Leute. Die werden wir noch schnell holen. Vielleicht bringt er auch gar nicht, weil es immer wieder mehr Leute kommen, ich weiß gar nicht. Yeah.
Ich glaube, die kommen immer wieder neu. Dann machen wir einfach die Mission. Und nachher kommt dann schon jemand. Ja, es ist jetzt doch verloren. Ich brauche keine Informationen mehr. So, wir nehmen jetzt einfach. Den nehmen wir noch ein. So, und jetzt gehen wir nämlich zu dem Ziel und nachher rennen die nämlich da weg und kommen, glaube ich, nachher nicht mehr. So. Viel Spaß, Leute, jetzt geht's los. Level 14, Meisterschütze. Aber der holen wir schon. Ich habe mich schon hier aufgefragt. Da kommt ein Bomber, Level 13, aber dafür episch. Plus Kommandanten noch dazu. Also ist er, er ist Kommandant und hat. Wir holen gerade den Hund. Und nochmal einen Fuchs. Und ballern ihn erstmal am Boden, wenn der möglich ist. Geil, wer ihn einnimmt. Wir schauen mal, was für Schaden. Ah, das sieht man gar nicht, was für Schaden der hat. Er ist schon hässig. Ist schon mal schnell gegangen. Ah, der ist schnell gegangen, der ist nix. Haben wir nicht mehr können einnehmen, so schnell ist der gegangen. Mini. Ah, blau ist vielleicht schon. Das sind schon meine Leute, blau. So, jetzt tun wir. Die Leben tankt. Sehr schnell. Oh, der andere braucht Hilfe. Der andere braucht Hilfe. Ich gehe in Krakow retten. Ich verdanke dir mein Leben. Freigeben, nein, nicht freigeben. So, jetzt müssen wir nur noch die da oben ein bisschen killen. Aber habe ich nicht zwei Leute geholt oder sogar drei gegen den Typ? Weiß es jetzt gar nicht. Er spielt ja nicht so eine Rolle. Hauptsache, wenn ich die Leute noch habe, ist gut. Wenn nicht, dann ist es ein bisschen blöd, aber. Nochmal, ich glaube, wir haben noch alle unsere Leute. So.
Du kleine Wichser, Mann, lass mich mal in Ruhe. Beeindruckende Beute. Nicht für lange. Nehmen wir gerade auch noch zu uns. Sie sollen uns alle helfen, oder? Jetzt noch viele Grüne. 2 gegen 1. Jetzt könnt ihr mal 2 gegen 1 machen, ja. Oder vielleicht 3, wie war da? Nein, gefällt dem auch nicht. Was hättest denn da für ein rotes Teil? Ah ja, nee, wenn ich mit dem mache. Aber ich weiß nicht, da kommen die. Ich habe das Gefühl, da kommen die ganze Zeit Leute. Einen haben wir noch da bekommen, Freund. Den löschen wir nachher aber auch gerade aus. Es kommen extrem viele Leute. Warum? Ich verstehe es nicht. Weiß ich nicht, ob die immer wieder kommen da oder wenn wir da irgendwann könnt zu uns machen. Keine Ahnung, jedenfalls. Yeah.
Aber ich glaube, es wird schon ein bisschen, wenigstens ein bisschen leer, oder nicht? Ich glaube, da nützt der echt nicht mehr, da kommen immer wieder Leute. Machen, sonst soll er uns gerade da mithelfen. Rekrutieren, mal schauen, wer da will. Yes, will ich. Rückzug wäre eigentlich schon gescheiter, weil den kann dort noch schon keinen Gegner mehr kommen. Legt mir da viel Leute ohne. Da hört ihr nicht mehr noch. Ah, die kommen, glaub ich, immer wieder. Habe ich so das Gefühl. Außenposten Issue. Zerstöre das Sammels Monument der Oberherren. Wie wird ich denn da zerstören? Da frage ich mal. Ich schenk dir Schmerzen! Da ist er! Wie wird dich das zerstören? Jetzt haben sie nur ihre Bestien. Damit werden sie mich nicht aufhalten. Aha, wir müssen eben glauben, die da. Wie komme ich jetzt wieder da drin? In die Karte.
Vielleicht können sie jetzt eben nicht mehr spawnen, die Leute. Ich weiß es noch nicht genau, ob sie jetzt immer noch kommen oder nicht. Aber eigentlich müsste es nicht mehr kommen. Wie habe ich denn da jetzt vorne können schauen? Bei der Map? Nee. Armee auch nicht. Puh, da weiß ich nicht, wie ich jetzt da hervorragen kann. Schauen. Richtig angesehen und sie. Komm, da starten wir doch noch schnell. Vielleicht kommen dann da die Leute, können dann da die Leute weg. Was verlangte den Einfall in Mordor? Fellas, die Tugend der Gerechtigkeit. Sauron hatte mich und mein Volk verraten. Und er besiege die Orks. Hey, ich komm nicht raus, Mann, mit dieser scheiß Kamera, Mann. Mit Explosion muss ich die töten. Töte einen Drachen. Ich werde da voll verklebt. Ah, jetzt geh doch mal weg, du Schweineficker, Alter! Nein, echt? Ich habe ja... Hey! Amix regt mich die Steuerung so dermaßen auf, dass ich einfach gerade wieder hässig werde, Mann. Nein, es ist so. Wo haben wir da noch etwas zum Explodieren? Ah, da. Ich hab gerade mal 5 geschafft, Alter. Was ist der? Nein, da müssen wir gar nicht probieren, Alter. Aufgeben, ja. Ah, die ist eh, glaube ich, nicht gerade so mega wichtig. Ich lade mal sie da mit der Nebenmission. Ja, ist halt schon schwer, Mann. Wie wird ich einen Drachen und 15 Leute mit 6 Explosionszug killen? Das ist schon schwer. Angeblich sind hinter irgendeinem großen Wasserfall Katakomben versteckt. Nein, ich würde sagen, wir machen jetzt uns da wieder parat. Der ist ein Level 14er. Wir befehlen ihm, da ran zu gehen. Und der unterstützt ihn. Ah, der ist eben der Dingling episch. Gauner, unser kommt der mit.
Gefährtensucher. Ja, egal. Muss es gar nicht interessieren. Wir gehen auf jeden Fall da weg. Da, ja. Da kommen immer wieder Leute. Da kommen einfach immer wieder Leute. Wie ich das Ganze machen schon erzählt habe. In dem Game. Bei den ersten Videos. Dass die Leute einfach immer wieder neu kommen. Da bringt es gar nicht. Ich würde vielleicht höchstens sogar Männer verlieren anstatt gewinnen. Wenn ich dort noch weiter. Noch mich weiter beschäftigen, dort das eben Ecken. Egal, wir gehen und holen einfach mal alle Dinge, so dass das Schloss uns gehört. Das ist eigentlich mal vorerst mal mein Ziel. Und nachher kann ich vielleicht ganz am Schluss dann schon in jedem Land noch die kleinen Aufträge machen, aber vorerst mal. Oh, mein Ding ist gleich leer. Das Wahrsagen, weiter zu sehen als mit gewöhnlichem Blick, hat uns immer fasziniert. Schön. Konnten Elben mit so einer Schale wahrsagen? Ja. Und das war sicherer, als ein Palantir zu benutzen. Denn die Visionen ich können nur eine Fähigkeit Richtung anzeigen, aber. Was ist selber nicht wieder gesehen? Es hat hohe viele Leute. Gar nicht mehr, wir müssen gar nicht mehr die. So, jetzt haben wir da schon mal wenigstens ein bisschen Truppe. Das Video muss ich aber auch gleich beenden. Wir holen nochmal so einen Hund. Zack! Und rein. Und Abstieg. Nehmt den, den lasse ich noch ein. Ich hasse Karagor. Was sag, aber der Typ da oben gibt es erst in der nächsten Folge. Und ja, dann würde ich sagen, hoffentlich hat es euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander.